Endlich scheint es loszugehen. Nach einem tödlichen Testflug ist Virgin Galactic wohl kurz davor, seine Weltraumflüge für Touristen in die Tat umzusetzen. Das Unternehmen hat mehrere erfolgreiche Testflüge jetzt vor kurzem absolviert. In wenigen Monaten, vielleicht sogar noch in diesem Jahr, will die Firma von Richard Branson dann die ersten Touristenflüge ins All anbieten. Sensationell. Wie realistisch ist das aber? Jetzt in Klicks um Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ehrlich gesagt hatte ich Virgin Galactic fast aus den Augen verloren. Und wenn jetzt nicht jemand auf WhatsApp nach dem Stand der Dinge gefragt hätte, dann gäbe es dieses Video auch nicht. Knapp 4 Jahre ist der schwere Crash bei einem Testflug her, bei dem ein Mensch starb und ein weiterer schwer verletzt wurde. Jetzt ist die VSS Unity des Unternehmens Virgin Galactic wieder erfolgreich in die Luft gestartet, und zwar mit Überschallgeschwindigkeit und zudem auch mit eigenem Antrieb. Bei den vergangenen Testflügen war es entweder ohne eigenen Antrieb zur Erde zurückgeglitten oder war die gesamte Zeit am Trägerflugzeug befestigt. Gestartet wurde dieses Mal in der kalifornischen Mojave-Wüste. 14 Kilometer über dem Erdboden wurde das Raketenflugzeug vom Trägerflugzeug ausgeklinkt. 30 Sekunden dauerte es wohl, ehe die Motoren gezündet hatten, bis auf Mach 1,87-fache Schallgeschwindigkeit habe es dann beschleunigt und so eine Höhe von fast 26 Kilometern erreicht. Danach sei die VSS Unity zur Erde zurückgeschwebt und gelandet. Dabei war wohl auch der sogenannte Federmodus am Flugzeugheck eingesetzt worden, bei dem die Flügel in einen Winkel von 65 Grad zum Rumpf gedreht werden, die ihn so stabilisieren. Dieser extreme Winkel der Flügel darf nur im Sinkflug aktiviert werden, und weil der Co-Pilot diese im Oktober 2014 zu früh ausgelöst hatte, war es überhaupt erst zu dem schlimmen Crash gekommen. Er hat die Federn noch in der Schubphase freigegeben. Die Flügel drehten sich in diesen extremen Winkel und zerrissen die VSS Enterprise. Die aktuelle VSS Unity ist übrigens unter der Federführung eines anderen Unternehmens entstanden als damals die verunglückte VSS Enterprise. Jetzt soll es nicht mehr möglich sein, den Federmodus während der Zündung zu aktivieren. Insgesamt sollen 5 dieser Raketenflugzeuge entstehen. Das Raketenflugzeug des britischen Unternehmens Richard Bransons ist vom Typ Spaceship 2. 6 Passagiere und 2 Piloten finden in ihm Platz. Der Firmenboss demonstriert damit, dass er an die eigene Technik noch ungebrochen glaubt. Er selbst will ja bei der Premiere des ersten Weltraumtouristenfluges tatsächlich mit dabei sein. Und ja, das alles soll den Angaben des Unternehmens schon in wenigen Monaten stattfinden. Bransons persönliches Training dafür ist in vollem Gange. In einem Interview mit der BBC sagte er, dass er sein Tennistraining jetzt von 2 auf 4 Spiele pro Tag ausgedehnt habe. Zudem mache er ein Astronautentraining. Aber auch alle anderen Interessierten können die Sache jetzt schon dingfest machen, denn seine Firma verkauft jetzt schon die Tickets. $250.000. Ja, ein Klacks müssen die Passagiere dafür hinlegen, um etwa 6 Minuten Schwerelosigkeit zu erleben in einer Höhe von etwa 110 Kilometern. Das gilt als untere Grenze des Weltraums. Dennoch lässt sich sogar die Krümmung der Erdkugel aus dieser Höhe erkennen, und man kann viele Grüße an die Flat Earthler schicken. Nach Unternehmensangaben sollen schon rund 600 Tickets verkauft worden sein. Vom Spaceport America im US-Bundesstaat New Mexico sollen dann die Starts erfolgen. Wir haben hier bei Klicks um Science and Fiction ja schon öfter darüber berichtet und über Blue Origin, die Firma von Amazon-Gründer Jeff Bezos. Die liefert sich ja mit Virgin Galactic schon seit längerem ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen darum, wer als erstes Touristen in den Weltraum schicken kann. Anders als Virgin Galactic tüfteln die Macher von Blue Origin aber an einer Art Raumkapsel, die mit Hilfe von Fallschirmen zurück auf die Erde schweben soll. Auch sie soll noch in diesem Jahr zum ersten Mal ins Weltall fliegen, und zwar bemannt. Unbemannt ist sie schon mehrmals geflogen. Schätzungen zufolge dürfte der Preis für solch ein Ticket nicht die Schwelle von $50.000 überschreiten. Also dramatisch viel billiger, ein Klacks quasi. Ja, damit sich die Weltraumflüge tatsächlich zum Massentourismus entwickeln können. Naja, für $50.000, naja. Doch noch haben die Sicherheitsbehörden dem noch nicht zugestimmt. Eventuell wird der Durchbruch dazu auch gar nicht in den USA passieren, sondern in Saudi-Arabien, das bereit ist, enorm zu investieren. Ja, dem Land geht es dabei nicht nur um Touristenflüge ins All, sondern auch um fliegende Plattformen für Satellitenstarts. Es tut sich also so einiges in dem Bereich. Hier bei Klicks erfahrt ihr natürlich immer,
alles über die jüngsten Entwicklungen, auch weil die Community auf WhatsApp alles so gut im Blick hält. Hier mal einen riesen Dank an euch, ihr seid Hammer. Wenn ihr, die noch nicht dabei sind, mitmachen wollt, dann addet mich bei WhatsApp, da könnt ihr in der Redaktion mitmachen und dann verpasst ihr auch kein Video. Über WhatsApp erfahrt ihr von mir vor allen anderen vom neuesten Video täglich und garantiert. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicksum Social and Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt dafür. Hier klicken, aber nicht die, genau, die Glocke vergessen. Und hier geht's weiter mit, dafür auch draufklicken, Falcon Heavy, die Revolution der Raumfahrt. Bis dann. Bleibt dran.